Ja, und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr mal kurz einschaltet und hier mal kurz zuhört. Und zwar geht es gerade gar nicht so direkt jetzt um Dark Souls, also zumindest nicht direkt, sondern es geht einfach mal darum, dass ich ein paar Umfragen bei meinem Kanal reingestellt habe, wie es nach God of War Ragnarök denn weitergeht. Momentan hat nur einer abgestimmt. Und deswegen habe ich hier das als Hintergrund jetzt hier mal gewählt. Es kann sich natürlich alles noch ändern. Ich habe halt gesehen, oder was mich halt so ein bisschen in den letzten Tagen so ein bisschen, ja, sag ich mal, runtergezogen hat. Ich würde lügen, wenn ich was anderes sagen würde, ist halt, dass halt sich meine Projekte so gut wie nicht angeguckt werden. Viele sagen, oder einige haben mir den Tipp gegeben, dass ich es einfach für mich machen soll. Also aus Spaß und so weiter, was ich ja auch teilweise zum größten Teil mache. Ich habe jetzt Projekte gewählt als Zukunft, also nach God of War Ragnarök, wo ich gedacht habe, das könnte vielleicht den einen oder anderen vielleicht interessieren. Dark Souls 2 habe ich damit reingenommen, weil wir vielleicht weitermachen könnten. Aber sieht eben nicht wirklich danach aus. Dark Souls 3 ist vielleicht ein bisschen beliebter, weil das einfach ein bisschen ein schnelleres Kampfsystem ist und so weiter. Ich will jetzt gar nicht so lange um den heißen Brei rundherum reden. Es geht halt einfach um Folgendes. Zukunft von diesem Kanal hier. Leute, ich spreche euch alle an. Ich habe jetzt 99 Abonnenten. Ich habe jetzt ein paar Abonnenten verloren, warum auch immer, keine Ahnung. Ist auch eure Entscheidung, will ich euch jetzt auch nicht dahingehend nerven oder so. Wenn ihr Vorschläge habt, Wünsche habt, Vorschläge, was Gameplay angeht etc., dann schreibt das einfach auch mal in die Kommentare. Ich bin kein Gedankenleser, ich kann nicht jeden Wunsch erfüllen, das ist klar, weil ich habe halt auch noch eine Arbeit und so viel Zeit habe ich jetzt auch nicht, aber ich versuche es halt wirklich umzusetzen. Ja, also ich versuche es wirklich umzusetzen mit den Möglichkeiten, die ich habe. Deswegen kam auch lange Zeit von God of War Ragnarök nichts. Weil ich es einfach selber auch erstmal spielen wollte. Das habe ich alles in Part 2 erklärt. Schaut da einfach rein, wenn ihr da mehr erfahren wollt. Ja, deswegen nehme ich das hier jetzt mal kurz auf. Das geht vielleicht 10 Minuten, das Video. Also schaut euch das auch bitte bis zum Schluss an. Genau, Zukunft des Kanals. Ich habe mir halt auch ein bisschen was überlegt, wenn das gewünscht wird. Also ich habe einige Pläne. Ich habe zum Beispiel auch überlegt, weil ich mich durch einen YouTuber motivieren lassen habe, ob ich vielleicht auch mal ein Level 1 Run bei irgendeinem Souls-like-Spiel versuche. Bei welchem das sein wird, weiß ich noch nicht genau. Aber das ist Zukunftsmusik. Und die Voraussetzung dafür ist natürlich auch, dass diese Projekte dementsprechend auch unterstützt werden. Weil ich habe gesehen, wie anstrengend und wie schwierig ein Level 1 Run bei so einem Souls-like-Spiel, also wie Dark Souls 3 jetzt in dem Fall zum Beispiel, sein kann. Da ist man halt mal 3 Stunden an einem Boss. Also der YouTuber, von dem ich spreche, den kennen vielleicht einige. Das ist der Punisher 1987, bei dem ich mittlerweile richtig großen Respekt habe, dass der sich an sowas rantraut. Ja, mittlerweile ist er fast in NG7 sogar. Der fängt irgendwann nächste Woche an mit NG7, während ich das Video hier aufnehme. Und da habe ich einiges gesehen und das muss ich einfach ganz deutlich sagen. Das ist einfach grandios. Ne? Und das ist auch derjenige, der mich so ein bisschen motiviert hat, vielleicht auch mal sowas zu probieren. Weil einige mir halt auch geschrieben hatten, dass man halt an seinen Fähigkeiten lernt, sage ich mal. Selbst wenn man 1000 Mal stirbt, das ist völlig egal. Den Level 1 Run, denke ich mal, werde ich dann aber definitiv auch, also wenn ich es machen würde, halt auch per Livestream machen. Weil sonst bringt das gar nichts. Dann hatte ich noch eine Anfrage gestellt. God of War ist ja momentan ziemlich im Hype und ich bin am Überlegen, also ich spiele God of War
2018 gerade privat nochmal auf Herausforderungen, also auf dem schweren Schwierigkeitsgrad und komme da ziemlich gut klar. Ich habe mir so überlegt, damit halt ein bisschen Abwechslung reinkommt, das Ganze halt nochmal mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad zu versuchen. Ja, vielleicht sogar auch im NG-Plus-Modus dann, dass ich euch dann einfach mal mit in NG-Plus nehme. Nach meinem Walkthrough durch God of War, das weiß ich aber noch nicht. Momentan steht es 50-50, die Abstimmung zum heute, also zum jetzigen Zeitpunkt. Was ich euch einfach nur mit auf den Weg geben möchte oder euch bitten würde, ist einfach, selbst wenn es euch nicht so wirklich jetzt interessieren sollte, schaut das Projekt wenigstens an, wenn ihr es anklickt. Ne? Und nicht nur 10 Sekunden oder 20 Sekunden, sondern wirklich, wenn ihr es anklickt, dann schaut es euch auch zumindest an. Ne? Und schreibt vielleicht auch einfach mal einen Kommentar. Es würde mir mehr motivieren, auch die ganze Sache überhaupt weiterzumachen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch schon ernsthaft überlegt, überhaupt komplett die ganze Sache sein zu lassen. Ne? Also, weil es ist halt einfach frustrierend, wenn man halt sieht, dass zwar einige Leute das anklicken, also das Video vielleicht anschauen, aber es ist bei keinem Projekt mehr als im Schnitt, also im Durchschnitt von 2 Daumen. Ja, wenn überhaupt, eigentlich gar kein Daumen. Ne? Und das würde ich mir wünschen, dass das sich vielleicht ein bisschen ändert in Zukunft. Ihr müsst nicht jedes Video kommentieren und auch nicht jedes Video liken, das verlangt keiner, aber ab und zu vielleicht auch mal ein Like da lassen. Das würde mich auch motivieren, überhaupt die ganze Sache hier weiterzumachen. Das wollte ich einfach mal loswerden. Ich hoffe, ihr nehmt es nicht direkt als Kritik, sondern als Wunsch von mir. Und schreibt einfach in die Kommentare, wenn ihr Wünsche, Vorschläge etc. habt. Und ich versuche es dann irgendwie umzusetzen. So, vielen Dank fürs Einschalten.